Warum nicht? Hi, come on in. Good, huh? Sehr gut. Don't touch the merchandise. Dann machen wir mal den ganzen Krempel hier los. Come back soon. Kommen wir hier nicht rein? Achso, das war gerade schon das. Greetings and salutations. Greetings and salutations. So, ich geh jetzt erstmal die Seite ab. Weapons in the land. Come again. Come again. Hello. Auch hier keiner da. Greetings and salutations. Ach so, nee, der hat wieder keine Quests. Er erzählt mir nur was über Quests. Ja, Master Shield würde ich nämlich gerne ihr beibringen. Das können wir sogar wieder wegmachen. May we be of service? Live long and prosper. Live long and prosper. Hello. Greetings and salutations. Greetings. Greetings and salutations. Sie hat noch eine Quest. Star Island, okay. Medusas. Na geil. Entschuldigung. Greetings and salutations. Ach, Master Swordsmanship, sehr yes. Gut. So, und sie kann jetzt direkt zwei tragen, ne? Ist es wichtig, welche die erste Waffe ist und welche die zweite? Ist es eigentlich gut, die Wölfe alle zu killen? Gab es nicht irgendwie diese Geschichte, dass teilweise irgendwie Dorfbewohner zu Werwölfen werden und man sollte die aber dann nicht killen? Weil die einen dann nicht mehr so geil sind? Achso, okay. Random Leute umgenutzt. Okay. Gut, hier waren wir jetzt überall drin. Bei dem Haus hier noch vorne. Genau, hier gab's Master Swordsmanship. Greetings and salutations. Master Mace Training, ja, brauchst du nicht wirklich. Vielleicht auch nicht schlecht, früher oder später, aber ist jetzt nicht. Closed, closed. Priorität. Guild of Dark. Können wir aber noch nicht, glaube ich. Oder lehrt er uns das dann auch? Closed. Das hier müsste Guild of Light sein. Wann war das jetzt? Von closed. 10 Uhr morgens bis nachmittags? Nachmittags, dann warten wir jetzt erstmal bis nachts, um hier mal reinzugehen. 10 Uhr nachts. Dark, the magic of evil. Klingt ziemlich geil. Ja gut, aber die können wir noch nicht lernen. Da müssen wir erstmal jemanden finden, der uns das beibringt. Closed. Light, the magic of good. Prismatic Light. 25 Damage. Ach so, hätte ich da lernen können. Ich hätte nur ihn erst anklicken müssen. Ah, okay, dann gehe ich gleich nochmal zurück.
50 Punkte und das macht dann so 30 Schaden auf alle. Ich glaube, das ist gar nicht schlecht, oder? Wir haben momentan noch die Kohle. Ich glaube, wir kaufen einfach ein bisschen. Slow habe ich, glaube ich, schon. Das Bell habe ich auch schon. Ich kann mir immer nicht merken, was ich alles schon habe. Sunray, second most devastating spell. Only work outdoors during the day. 20 plus 1 plus 20. Ich glaube, das wüsste ich, wenn ich den schon hätte. Hour of Power. Das reimt sich. Das muss gut sein. Haste, Terrorism, Shield, Stone Skin, Bless. Also quasi das Gegenstück zu dem Tageszauber. Das heißt, das brauchen wir mehr oder weniger beides und haben uns komplett voll gebufft. Genau. Wobei Day of the Gods klingt so wie Heldentag, Hour of Power klingt so wie ich habe einen schlechten Reim gemacht und das hält halt nur eine Stunde. Hour of Power. Yes, yes, okay. Wann hält denn das? Steht es hier irgendwo? Nee, steht hier nicht. Die Fanfare ist ja geil. Eine Stunde, zwei Stunden. Das ist echt nicht so lange. Okay, sie muss auf jeden Fall auch Meditation auf Master kriegen für mehr Spellpoints. Aber eigentlich habe ich sie ja auch nur zum Buffen. Die ganzen Damage-Spells, die bringen es alle nicht. Ändert sich jetzt vielleicht mit Prismatic Light und Sunray demnächst? Wobei Expert und Master machen auch nur Recovery Rate. Bei den ganzen Dingern. Dark, the magic of evil. Ah. Bin ich mit ihr? Achso, die sind müde. Okay, hat noch gar nichts. Day of Protection. Ah, sehr gut. Featherfall und Wizard Eye. Adios Skill in Dark Magic. Finde ich ein bisschen doof, dass wir jetzt überall irgendwie gut geskillt haben, aber Dark Magic haben wir natürlich noch nicht. Armageddon. Town Killer. Once per day. Every creature on the map, including all your characters. Moonray heals your characters and damages all monsters. Okay, macht weder viel Damage noch viel Dings. Wobei, wenn wir halt genügend Punkte dann haben, wobei 90, ey. Ach du Scheiße. Ja, ja, klar, und Dorfbewohner. Stand ja auch Town Killer. Dragon Breath. Hundert Spellpoints. Ach du Scheiße. Finger of Death. Da haben wir wieder die ganzen krassen Sachen, die wir schon kennen. Und gleich bin ich pleite. Ich will die jetzt auch alle haben. Okay, okay. Yes, yes. Okay, yes, okay, yes. Okay. Haben wir schon fast alles, wa?
150 Spellpoints. Wie viel haben wir insgesamt? 385. Super krass. Ja, ich glaube, dann ist Dark Magic das nächste, was ich irgendwie nach oben bringe, ne? Also ich will Leder noch nach oben bringen und dann kommt Dark Magic. So, und das war ja eigentlich jetzt nur mein Ziel auf der Karte. Ich glaube, ich gehe mal nach oben und gucke mir noch das nächste Dorf an. Dann haben wir mehr oder weniger, glaube ich, alle wichtigen Lehrer zusammen. Also, zumindest falls das hier nicht jetzt viel zu stark ist für mich. Okay, irgendwie keine Gegner. Sollen mir recht sein? Closed, closed. Haben wir überhaupt was zu verkaufen? Ja, haben wir. Closed. Von 8 Uhr morgens. Hurry up, I don't have all day. Thanks, come again. Hello, come on in. Hello, come on in. Müssen wir jetzt doch irgendwie so langsam auch durch sein mit dem Price-Fixing-Dingens, oder? Was haben wir hier für ein Gebäude? Aber man weiß es nicht. Finest armor in the land. Ich irgendwie vorbeigerannt. Heißig Level. Aber wieso Lookout? Gegner gespawnt? Do you feel lucky? War das jetzt nicht gut? Hallo, Xylus. Finest weapons in the land. See you. Cheapskate. Well. Well. Ganz schön gemein zu mir. Greetings and salutations. So, ein paar wichtige Lehrer müssten noch sein. What's up? Wieso speichere ich so selten, wenn ich mal draus trinke? Ich denke mir immer, okay, was soll denn passieren? Dann werde ich vergiftet, dann heile ich das. Aber dass ich jetzt zwischen 100 Minotauren Königen lande, das ist jetzt eigentlich nicht so richtig auf meiner Liste ganz weit oben. Just called you Cheapskate. That was so mean. Achso, warte mal. Was ist denn mit meinem Town Portal? Dankeschön. Ich weiß nicht, warum ich denn immer in irgendeiner anderen Stadt lande, wo ich schon... Ja doch, gerade schon in der anderen Stadt. Na egal. Wir pinnen mal eine Runde. Das ist ja noch mal gut gegangen.
der Burg in dem Krater. Ach so, weil ich in der Taverne nicht war. Ich war doch hier in der Taverne. Oder weil ich hier nichts zu essen gekauft habe, oder? So, wir sind hier durch, haben uns das angeguckt. Dann haben wir hier aus dem Brunnen getrunken, das machen wir nicht nochmal. Greetings! Greetings and salutations! Greetings and salutations! Light Magic Expert. Sind wir schon? Hallo. 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 Die Leute laufen hier auch nicht rum, ne? Der Burg in dem Krater. Also hier wieder nach Westen? Ich weiß noch nicht, ob hier eine Burg ist, aber ich kann es mir vorstellen. Gott, sind die stark. Yes, we got him. Ach du Scheiße. Was für eine Axt? Ui! +11 Ja, es kommt wahrscheinlich ungefähr aufs gleiche raus. Und hier haben wir nochmal 15 Endurance und 5 Armor. Ist leider immer noch nicht gut genug. Abgesehen von meinem Axt-Skill, aber den würde ich ja dann eben hochleveln. Da ist die Burg.
Irgendwas ballert hier auf mich. Auf jeden Fall noch ganz schön drauf. Ich speichere mal. Ui. Hallo? Dankeschön. Ui. Erdelementare. Wenn ich sehen, wie stark die sind. Nur fall um. Dankeschön. Spirit. Auch ganz ordentlich leider. Ach Mann, zu nah dran. Ich hatte es befürchtet, aber ich wollte ja auch eigentlich auf den dahinter ballern. Ich habe gerade eben gespeichert. Ich bin jetzt so viele Level aufgestiegen in den letzten paar Stunden und habe jetzt noch so einen Super Buff dazu bekommen und alles Mögliche und die sind immer noch so stark. Na, dafür war die Liebeskönigin einfach. Muss weg. Oder? Die hier so schön durchwechseln. Wir notieren, wie man das so macht. Ah, doch, die schaue ich auch noch.
Geile Zweihandachse gefunden. I don't know. Ja, weil die, glaube ich, nicht so geil sind. Ja, 10 Meiten Personality ist gar nicht schlecht, aber Zweihand. Ja. So, da sind wir. Läuft der denn da so ewig durch die Gegend, dass ich ihn nicht treffen kann? Achso, ich bin gar nicht im Modus. Ach, ich depp. Hä? Pennen, wahrscheinlich auch noch mal reparieren. Fixed. Ohne Wasserwandel mag man echt nicht mehr, wa? So, speichern, bevor ich aus dem Brunnen trinke. Ja, macht irgendwie. Ja, ist wahrscheinlich wirklich einfach ein besonderes Datum. Okay. So, du meintest oben drauf, ne? Vielleicht gucken, wie man da hochkommt. Irgendwie einen Weg gibt oder ob wir gleich wieder springen. Ich glaube, wir springen. Wie auch immer man darauf kommen soll. Nein, nicht für Safol, sondern Jump! Pogo, Pogo, Pogo. Hello! Greetings and salutations. Instructor, und der kommt aber wieder nicht mit, aber dafür bringt er uns endlich Bogenschießen bei. Was brauchen wir denn noch? Battle Mage sind wir noch nicht. Ach Gott, wir können es noch nicht lernen. Okay. Good day. Naja gut, aber dann wissen wir das schon mal. Ich glaube, ich gucke mir Creekspire mal an, aber das sieht aus wie ein Dungeon, wo ich noch weit entfernt bin, gut genug zu sein. Achso, hier war nix. Creekspire no longer rests between its lakes. The earth around the castle was raised to prevent the creatures inside from escaping. Krass, wie viel Züge ich jetzt hintereinander mal machen kann. Durch Speed und so.
Boom macht einen ja fertig. Wieder Level up. Hallo! So, mal kurz gucken, ob irgendjemand schon wieder kaputte Rüstung hat. Nö, so groß. Oh Mann! Ich glaube, es ist wieder Zeit für den Raid. Und dann erstmal wieder zurück. Ja, vielleicht den auch noch. Das Agas Pet. Okay. Aga. Oh Gott, können die da durchhauen? Zum Ballern sagen. Gar nicht so viel geballert. Ist hier noch irgendwas? Hier gibt's eine Chainmail. Lederrüstung, Stone Skin. Ja, nichts so richtig krasses. Auch increased rate of recovery. Aha. Das vielleicht noch irgendwie sinnvoll anordnen, weil wir jetzt ja eh abhauen müssen. +2d, +4+11. Ja, jetzt ist die Frage, Rate of Discovery oder Endurance und Armor. Ich glaube, Endurance und Armor ist irgendwie geiler. Let's get out. Ach kommt. We can't rest here. Ja. We can't rest here.
can't rest here. We can't rest here. We can't rest here. We can't rest here. So. Achso, ja, hat er jetzt auch. Day of Protection hätte ich ja machen können. Wobei, Fire Cold Poison Magic, Feather for Wizard Eye. Ist jetzt nicht so wahnsinnig wichtig alles. Also vielleicht gegen die Schutz vor Erdmagie? Eigentlich komisch, dass es Erdmagie nicht gibt, sondern nur Magic. Aber vielleicht ist es dann eventuell so gemeint. So, wahrscheinlich hätten wir sogar drin einfach hier pennen können, naja. Riesigen Umweg gespart. Na, ich warte noch. Wie gesagt, ich will Leather jetzt erstmal hochbringen. Magie macht irgendwie nie irgendwelchen Damage. Boah, hält der viel aus. Wahrscheinlich gibt es auch noch einfache Orte, wo wir hin können, aber es ist ja ganz gut schaffbar bisher zumindest. Wobei ich schon glaube, das wird sich gleich ändern. Drei bis vier Dungeons nicht angeguckt. Okay. Wo das? Auf welcher Karte? Free Heaven im Nordwesten, Silver Cove Südwesten, okay. Ich kann nochmal nachschauen.
Na, Blackshire wollte ich eigentlich wirklich nur mal kurz gucken. Eigentlich hatte ich ja vor, da nur mal kurz reinzugehen und da die Sachen zu lernen, dann hier die Sachen zu lernen. Eigentlich wollte ich ja dann das Eisgebiet weitermachen. Aber dass ich bei Silver Cove und in Free Heaven noch Sachen übersehen habe, ist nicht blöd. Dann mache ich die Sachen dann zuerst. Also Blackshire hatte ich mir absolut nicht weiter angeguckt. Vorerst. Hier hätte ich eigentlich auch nicht vor, in den Dungeon zu gehen, weil jetzt mehr so... Oh, da gibt's eins. Ich guck mal. Davon. Den mache ich hier noch. Das hier wäre noch einer. Ja, den erstmal wieder pinnen. Ja, geht aber sogar. Also ist jetzt nicht übermäßig stark. Nichts kaputt. Also wenn wir jetzt schon mal hier sind und irgendwie noch genug Essen haben, dann... Mal noch ein bisschen weiter gucken. Okay, die Tür ist zu. Boah, ey. Ja, ist zu nah für ein Feuerball, würde ich mal behaupten. Die teilen halt im Nahkampf echt gut aus, aber ich teile mittlerweile auch im Nahkampf ganz gut aus. Okay. Kann ich nicht mittlerweile irgendwie wiederbeleben? Und übersehen? Kann ich anscheinend nicht. Ich dachte, ich kann das mittlerweile. Vielleicht habe ich es irgendwie gelernt und dann muss ich aber laden wegen aus irgendeinem Grund und jetzt kann ich es nicht mehr. Ach, das ist ja blöd. Ja, so schaffe ich die auf jeden Fall nicht. Ich probiere es mal noch, aber wir haben auch gerade sonst gespeichert, dann probieren wir es jetzt nochmal. Oh.
Weil wir eh laden müssen oder ganz zurück. Ja. Ja, rüberschießen kann ich nicht. Oh, ich kann es übersehen. Aha. Jetzt überlege ich gerade, laden oder zurück. Ich lade das nochmal. Wir sind nicht so übertrieben stark, das geht schon. Und wir haben es jetzt sogar im Nahkampf geschafft, ohne dass wir den Magier noch hatten. Also. Immer mit Wizard Eye das mal machen. Auch weil wir ja sonst vielleicht irgendwelche Schätze oder so übersehen. Die Fanfare ist echt so geil. Manchmal hat man einfach Pech und Incinerate macht kaum irgendwelchen Damage. Nein, wieso cast ich mit ihm denn nicht? Irgendwie denke ich mal an die anderen zuerst dran. Sind sie in der Regel auch, weil er anscheinend sich immer relativ lange erholen muss von seinem Casten. Ich hoffe ja halt, dass genau das ein bisschen minimiert wird, wenn ich Leder auf 10 habe. So. Ja, komisch, die Truhe wird jetzt nicht angezeigt. Müsste das bei Wizard Eye nicht auch angezeigt werden? Weil ich meine, ich habe das auch schon auf Master. Naja. Schade. Speed plus 16. Okay. Aha. Könnte ich halt irgendjemanden geben, der auf die Rüstung nicht so angewiesen ist, wie bei ihm zum Beispiel. Aha. Plus 5 Speed und Accuracy. Ich glaube, dann nehme ich dann mehr Speed lieber. Oh ja. Na, dann nimm du mal. I don't know. Ja, nur so 12 Rüstung ist eigentlich irgendwie zu schlecht. Hier die 2 plus 3. Auch nicht mehr so der Hammer. Das sieht nach einer Falle aus. Got it. Das ist aber nicht. Olympian Shield of the Phoenix. Hitpoints over time. 19 Rüstung ist jetzt aber nicht so gut. Ja, 19 Rüstung ist halt ziemlich gut, eventuell, weil wenn ich das meiner Klerikerin gebe und die demnächst Schild dann auf Master hat, dann wird der Rüstungswert ja verdreifacht. Von daher vielleicht. Mace. Trap Metal, das haben wir bei ihm gerade gelernt, oder? Ich trotzdem mal. Jeweled Egg. Okay.
Ho! Hm, 6 Rüstung, 10 Spellpoints, Regenerate Spellpoints. 8 Rüstung, 8 Intellekt. Ah, ist glaube ich besser mit dem Intellekt. Ah, hat er schon. ...19 Rüstung gegen 35 Rüstung. Mit General Hit Points Overtime bringt halt nicht mehr so viel, beziehungsweise da steht nicht wie schnell. Ich denke mal, dass der Bonus überall gleich schnell sein wird und das ist einfach nicht mehr so viel, weil wir zu viele Hit Points mittlerweile haben. 2d4 plus 8. 2d4 plus 13. Na gut. Ne, ist doch nicht. Ja, demnächst könnten wir dann auch mal wieder zurückverkaufen. Finden wir auf jeden Fall jede Menge. Den linken kann ich mal verzaubern. Ja, beide nicht so geil. Kann man die noch irgendwo dazwischen quetschen? Ja, die Gegner probiere ich jetzt noch und dann muss ich nochmal pinnen. Wir können schon wieder Level aufsteigen hier, ey. Echt nur ein bisschen Pech haben mit den Spells und machen die vom Damage. Ja, wenn gleich noch einer bewusstlos ist, dann schaffe ich das nicht. Okay. Oder so. Oder so. Day of the Gods. Ist schon wieder irgendjemand irgendwas kaputt? Achso, ne, da war ja kaputt. Was willst du denn? Ja, Decker. Nix. Natürlich auch irgendwie doof mit Gegnern, die einfach, wenn man Pech hat, einen direkt töten. Einfach nur so, weil nicht hoch genug gewürfelt. Neuen Schaden incinerate. Oh. 150 Schaden incinerate.
Vielleicht sollte ich ja ihren geilen Sunraymer benutzen. Wobei 20 plus 1 plus 20 ist halt auch jetzt nicht so wahnsinnig viel dafür, dass es 95 Spellpoints kostet, aber ich brauch's ja sonst nicht. Spell failed? Achso, geht nur draußen, ne? Weil ich ja Sonnenenergie brauche. Ach. Das geht nur drin. Alle Kreaturen inside. Macht dafür aber nicht so besonders viel Damage. Ja, nee, das ist Quatsch. Das ist halt gut gegen irgendwelche Skelettarmeen oder so, aber so. So, dann sind wir hier durch. Not hier here. Nee. Not here. Not here. Was macht dieses komische Geräusch die ganze Zeit? Not here.